Wenn Sie eine Frucht wären, welche wären Sie? Vielleicht wäre ich ein Apfel, da beißt man hinein, es ist saftig, es ist gesund, es schaut schön aus. Ich stehe am Abend gerne am Balkon und schaue in den Himmel und denke mir dann oft, wir sind ja wirklich nur ein Tropfen Zeit. Da oben sind Millionen von Galaxien mit jeweils Milliarden von Planeten und wir können diesen unseren nicht verlassen. Weil alles andere ist Arsch, ehrlich gesagt. Toll. Jawohl. Sie sind ein bisschen touchy heute. Weil Sie neben mir stehen. Zum vierten Mal habe ich Ihre Hand auf meiner Schulter. Ich drücke mich nicht um die Antwort, auch wenn ich weiß, taktisch sollte ich das Thema wechseln. Scheiß auf Taktik! Sie reiten hier ein totes Pferd. Ja? Und nur verzweifelte Indianer reiten tote Pferde. Ja? Also wenn Sie ein bisschen ein Gespür hätten, dann ist es so, dass man sich von toten Pferden würdevoll verabschiedet, aber diese nicht reitet. Okay? Sie beschließen, okay, Sie reiten jetzt ein totes Pferd. Das ist okay. Kann man machen. Sehr pietätsvoll ist es nicht, aber ja, man muss, Andreas Schieder, man muss zugestehen, den Sattel, den Sie auf dieses tote Pferd drauflegen, der ist nicht einmal so zwider. Also das Pferd war schon länger krank, nämlich schon die letzten Jahre, und jetzt ist es tot und der schöne Sattel wird nichts nutzen. Tote Pferde sind tote Pferde. Ja, wenn Sie so weitermachen, sind Sie bald das Rederecht los. Aha. Ich nehme den Pilz in den Kofferraum und schicke das Auto weiter über die Grenze. Herr Kurz. Nehmen wir an, Sie fahren mit dem Taxi nach Hause. Wem würden Sie mitnehmen? Ja, ich habe einen Tretroller, da passt nur der kleinste drauf. Also ich entscheide mich für den Herrn Strolz. Herr Strolz. Bleiben Sie hinten beim Tretroller? Oder? Naja, ich werde sicherlich auch in den nächsten 5 Jahren dem Kern oder wer immer da folgt, ordentlich treten. Darauf können Sie sich verlassen. Das war jetzt nicht lustig. Gewaltfrei treten, ne? Also liebevoll. Okay. Das heißt aber, Sie gehen auch davon aus, dass es Herrn Kern weiterhin geben wird? Ja, 3 Wochen noch, ne? Also. Es ist übrigens so, liebe ÖVP, wenn man unter 4 Augen spricht mit durchaus innovativeren Typen bei Ihnen, mit dem Harald Mahrer oder mit dem Sebastian Kurz, dann sagen die hinter vorgehaltener Hand, natürlich gehört die Zwangsmitgliedschaft weg. Sie haben nur nicht die Cojones, dass Sie das öffentlich sagen. Das finde ich falsch. Jawohl. Auch in einer Fremdsprache ist dieser Wortgebrauch nicht zulässig. Wollen Sie es zurücknehmen oder? Ja. Danke. Chillax, immer ruhig, alles wird gut. Weil alles andere ist Arsch, ehrlich gesagt.